Guten Morgen, Leute. Fragt euch vielleicht, was wir hier gerade machen. Und zwar machen wir gerade eine Offroad-Tour zusammen mit Land Rover. Und zwar hat unser Hotel das angeboten, Dios Cove. Die machen so Land Rover Experience und das ist wirklich ja, es ist richtig krass. Wir sind Offroad unterwegs. Ja, also ich habe mich nicht getraut zu fahren. Juli fährt gerade. Hat sich gefreut zu fahren. Ja. Wir sind schon überall gefahren, wir sind auch schon die ganzen Berge hoch, jetzt sind wir in den Bergen drin. Also genau. Wir sind in den Bergen drin, aber wir sind jetzt auf dem Berg. Tada. Genau, sind auch durch eine kleine Stadt und haben auch da vorne quasi so einen Tourguide, dem wir hinterherfahren und wir kommunizieren über Walkie-Talkie. Wow. Ist dieses grüne Ding noch an? Ja, das hilft auch bei, das bremst auch, wenn man Gas gibt. Schafe. Er sagt uns auch immer, wenn Schafe im Weg sind, oh mein Gott, seht ihr das da vorne? Die stehen natürlich ungünstig. Da ist so eine riesige Schafherde und die sind hier überall in den Bergen, seht ihr das? Mäh. Und die springen einfach auf diese Steine. So, Juli soll jetzt den Berg da hochfahren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Da sind Ziegen. Ja. Bitte? Hallo! Ich glaube, das ist Mutter, Vater, Kind, wie die mich angucken, so, okay, was wollt ihr hier? Also, wir sind hier immer noch unterwegs und gleich werden wir irgendwo auf den Bergen halten. Vielleicht eine Kleinigkeit essen oder so. Okay, hier geht's auch steil rechts. Ja, die Strecke ist echt richtig krass, Leute. Also, ich könnte ja auf keinen Fall fahren. Also, wir sind jetzt gefühlt um die ganzen Berge da gefahren. Ist auch extrem steil die Straße. Mhm. Alter. Alter, geil. Ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie so Offroad unterwegs. Und vor allem nicht. Ich meine, da geht es rechts 100 Meter runter. Wir sind überall Ziegen, Leute. Und vorhin hing sogar eine tote Ziege im Baum fest. Und die hing da echt schon lange. Also da war Skelett und alles schon auch schon aus dem Körper, aus dem Fell rausgehangen. Also wie ich es so schreiben soll. Das war voll krass. Und da war auch so eine... wenn man auch den Berg so runterschaut, dann sieht man auch so Skelette von Ziegen und Ziegenköpfe. Ja. Ganz nett. From the village, chicken with potatoes, everything if you like from barbecue. Mm-hmm. You can have pork chop, lamb chops, souvlaki, dolmades. That's the stuffed zucchini flour, the special, traditional. Yeah. Explain yeah, what we have. Zucchini mit Reisöl, ne? And toast, yes. Yeah, yeah. Uh-huh. Everything. Super. So, wir sind jetzt hier in einem griechischen Lokal, hier direkt auf den Bergen. Da draußen sind die Berge. Und da es ein bisschen frischer ist, haben wir uns entschieden, drin zu sitzen. Und es gab so leckeres Essen, Leute. Ihr seht, alles ist leer. Schmeckt richtig, richtig gut. Kann man echt empfehlen. Ich weiß aber nicht, ob man hier so als Touri hinkommt. Wie heißt das Lokal? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Aber alles frisch. Ja, und alles frisch gekocht. Tzatziki ist auch voll lecker. Das würde Leo richtig schmecken. Ja. Das würde Leo auf seinen Döner machen. Ja.
So, wir waren jetzt gerade in einem kleinen Berglokal, was richtig leckeres griechisches Essen, was traditionell griechisches. Da waren zum Beispiel so, wir haben zum Beispiel so Zucchini-Blüten gefüllt mit Reis gegessen. Das war richtig lecker. Das habe ich bisher noch nie irgendwo so gegessen. Die Griechen kennen es vielleicht. Dann Tzatziki natürlich mit Kartoffeln, Hühnchen. Genau, am Anfang kam Brot mit so einer Olivenpaste. Es war richtig lecker. Und ich schreibe euch einfach mal hier irgendwo den Namen rein. Falls ihr mal auf Kreta seid, dann könnt ihr gerne mal dort vorbeikommen. So ein kleiner Tipp, Geheimtipp. Also da waren jetzt auch nicht mega viele Leute. Ich glaube, da kommen Touris eigentlich gar nicht so hin. Das hat jetzt unser Tourguide uns gezeigt. Jetzt fahren wir jetzt hin? Jetzt gehen wir in so ein Fischerdorf und treffen uns dann noch mit dem Sales Director von dem Hotel. Ah ja, genau. Und dann gehen wir noch mit denen ein bisschen essen und quatschen ein bisschen. Ich habe jetzt auch beim Lokal nicht gevloggt, weil wir so im Gespräch waren. Wäre ein bisschen awkward gewesen. Und sieht auf jeden Fall mega schön aus. Ich habe mich richtig in Kreta verliebt. Das sieht sehr schön aus, diese Aussicht. Viele haben gefragt, ob Oktober nicht schon zu spät wäre. Also wegen dem Wetter. Es ist schon ein bisschen kritisch. Also das Wetter ist jetzt nicht wie gewohnt. Aber es ist noch okay. Also jetzt so Anfang Oktober ist auf jeden Fall noch okay. Aber Ende Oktober, Anfang November schließen hier sowieso alle Hotels, wurde uns gesagt. Also da ist viele, also nicht alle, viele. Und da lohnt sich das sowieso nicht mehr. Aber man muss aber es wenn man nach links schaut, das sind alles kultivierte Olivenhänge. Wenn du in anderen Bereichen unterwegs bist, ist das alles kreuz und quer, also altgewachsene Olivenbäume, Haine. Ja, die sind überall Olivenbäume, Haine. Aber was man sagen muss, uns wurde auch gesagt, dass letzte Woche waren noch 33 Grad und es war Ende September. Das heißt, man weiß nie. Und ab morgen soll es bei uns auch wieder besser werden. Genau, ab morgen haben wir. Und seit Mai hat es nicht mehr geregnet. Und wir hatten halt gerade die zwei Tage, an denen es geregnet hat, seit Mai. Ja. Kann man es nicht pauschal sagen. Ja, genau. Also, es ist immer noch gut. Also, Ende September kann man definitiv noch gehen. Aber also Anfang Oktober wird es auf jeden Fall kritisch. Es ist aber trotzdem, zum Beispiel morgen soll es ab Montag soll die ganze Woche aber trotzdem voll heiß werden, also 23 bis 25 Grad auf jeden Fall, und das ist auf jeden Fall noch okay. Also ich finde, das fühlt sich viel, viel wärmer an, als es ist. Also wisst ihr, was ich meine? So, wir sind jetzt wieder zurück in unserem Hotelzimmer und ich zeige euch mal, was ich alles oder was Juli alles gekauft hat in diesem kleinen Berglokal. Die haben nämlich so Honig und alles mögliche verkauft. Also ein bisschen Mitbringsel muss natürlich sein. Ich habe dreimal diesen Honig hier, einmal für Julis Mom, einmal für uns und einmal, ich dachte, für Paddy oder so vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gerne Honig mag, aber das auf jeden Fall. Dann die Olivenpaste, die gibt es eigentlich offiziell nicht zu kaufen, aber sie hat uns extra von ihrem was abgefüllt und hat oben so Olivenöl reingemacht, gell? Warum eigentlich? Damit es länger haltbar ist? Ja. Ah, okay. Da wir gerade von Olivenöl sprechen, haben wir natürlich auch Olivenöl gekauft. Einmal hat sie so ihren eigenen. Das ist jetzt nicht die richtige Verpackung dafür. Also sie hat eigentlich keine Verpackung dafür, sondern sie hat es einfach in diese abgefüllt. Das ist ihr eigener Olivenöl aus ihrer. Ja. Dann habe ich noch so zwei kleine Olivenöls gekauft für ja Mitbringsel. Und dann als Geschenk hat sie uns noch eine Flasche Wasser gegeben. Nee, Spaß. Das ist kein Wasser, sondern Raki. Ich glaube, ja, ich weiß nicht genau, was für ein Raki, also welche Geschmack. Aber ja, werden wir auf jeden Fall probieren mal. Ist auf jeden Fall selbst gebrannt und das ist jetzt einfach nur so eine, hat sie jetzt einfach in so eine Plastikflasche gefüllt. Get the fuck off me, I'm angry. Okay. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotelzimmer. Ich habe mich auch schon abgeschminkt. Wir wollen gerade Abendessen und jetzt gehen wir schlafen. Heute war der Tag echt ein bisschen anstrengend. Also nicht anstrengend, der war sehr abenteuerreich, aber
Das hat einen irgendwie fertig gemacht ein bisschen. Ist das dein Duschgel hier drin in der Badewanne? Das kann sein. Ah, okay. Und ja, wir sehen uns dann eventuell morgen wieder. Ja. Tschüss.